Apur Death, follow the pale one. Hallöchen, zurück zu Batman Arkham Asylum. Ja, wir haben uns... in der letzten Folge ein paar Biografien noch angehört, haben uns die Geheimniskarte vom Riddler mitgenommen und müssen jetzt zu Harley Quinn gelangen, ohne bemerkt zu werden. Na dann, geben wir mal unser Bestes, würde ich sagen. Mal schauen, ob es gut genug ist. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Das ist eine Trophäe. Geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Wenn ihr nämlich fünf Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. So, das war Nummer 1 von 5. Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Du wirst geschnappt, Quinn, geschnappt und weggeschossen. Das war Nummer 2. Was? Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus Gott, ich hab wenn es zu weit kommt, hier drüben. Erledigt Harley den alten Mann. Sieht aus, als hätte dich die Fledermaus im Stich gelassen. Tut mir leid. Gib dein Bestes. Ein Spindel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Die haben bloß eine Leiche gesehen und nicht mich. Verdammte Kacke. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Flieger raus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Vor allem, da drinnen hängt schon jemand. Da wissen wir, wer das ist. Also ich will es zumindest. Ich verrat's bloß nicht. Geht runter. Und ich muss nicht... Ich muss ja nicht sagen, dass sie genauso eine Vollmeise hat wie Joker selbst. Machen wir halt erstmal diesen Schacht noch auf. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Reek sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe Mr. J. wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Los, dreh dich wieder um.
Denk dran, wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. Damit hätten wir das. Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Mit da oben drauf, war das nicht so? Hör zu, Jungs! Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich hab einen tollen Preis für den! Nirgends lang. Wo ging es weiter? Ich weiß nicht mehr, wo lang. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein. Das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. J hat wieder gewonnen. Ach, Batman ist ein Feigling. Aha. Wie ging es denn jetzt dort hoch, liebe Leute? Habe ich gerade keinen blassen Schimmer. Ach ja. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Bane. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr, schneiden wir ihn ab? So, da wollen wir mal ein bisschen fighten, hab ich gehört. Gegen den guten Bane. Ups, jetzt habe ich das außer übersprungen. Bossfight. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Feind. Wir haben ein Upgrade freigeschaltet. Spezial-Kombo-Wurf. Battle Ring Combo. Lebens-Upgrade. Battle Ring Craft. Triple Battle Ring. Ich nehme mal mein erstes Lebens-Upgrade mit. Man weiß nie, wozu man es brauchen kann.
Schlauch 1 ist ab, hab ich gehört. Ich hatte so viele Probleme und mehr hast du nicht zu bieten. Hilf ihm mal, Junge. Ups. Hey, so haben wir nicht gewettet, ja. Ich werde dich vernichten. Ich bin über der Bottle. Das wird nicht. Au. Das tat ordentlich weh. So, wieder drauf springen. So, da wollen wir mal noch einen letzten Schlauch abziehen von den Guten her. Und war quasi genauso wie der Kampf mit diesen anderen Zeitenverseuchten Monster. Bloß halt, dass er ein bisschen mehr ausgehalten hat hier, der Gute. Und halt noch ein paar Typen mit da waren. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Shin. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane! Diesmal zerbreche ich dich! Ich hoffe, du kannst schwimmen, Bane. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Eine Hexe also. Hex, Hex. So. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham Nord zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathhöhle bin.
So. Ich muss darüber. Und bin hier. Haben wir noch ein Zuchthaus, wo wir noch nicht drinne waren. Intensivbehandlung war das erste, wo wir hergekommen sind. Jetzt noch die Villa und die botanischen Gärten. Maintech haben wir ja noch nichts weiter. Rüttler, Herausforderung. Gibt's hier was Neues? Einfach bloß mal so just for info. Nein. Sie Vulva genannt, was Spanisch ist für Hexe. Ah. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Scharf und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychocharakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut. Na Doc, wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. So, und das war's mit dem Gespräch. Und auch mit unserer heutigen Folge. Schaltet morgen wieder ein zu Batman Arkham Asylum, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss!